Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Wir werden heute mal wieder ein bisschen was in Minecraft machen. Ihr seht schon, ich bin hier gerade noch an Funland dran, also einen mega großen Freizeitpark, aber darum soll es heute gar nicht gehen, denn wir werden uns heute mal anschauen, wie man sich in verschiedenste Mobs verwandelt, aber wie soll ich sagen, nicht ganz üblich, sondern mit Rüstungen. Also wir tarnen uns quasi und bekommen spezielle Fähigkeiten. Und wenn euch das Ganze gefallen sollte, vergesst natürlich nicht, an dieser Stelle jetzt schon mal einen Like da zu lassen. Kostenlos Abo wäre auch klasse, Leute. Dann kriegt ihr hier ein High Five. Komm, schlagt ein. Ja. Jetzt. Ah, okay. Gut. So, auf jeden Fall, Leute. Like da lassen, Abo nicht vergessen. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz rüber, denn ich habe hier ein paar gewisse Rüstungen. Wir sehen, wir haben eine Zombie-Rüstung am Start. Wir haben eine Creeper-Rüstung am Start. Das ist aber so eine Art Super-Explosions-Creeper. Oder wie Trimax sagen würde, ich glaube, explosiver Creeper oder keine Ahnung. Ich glaube, irgendwie sowas sagt er ja immer. Wir haben hier noch einen Ender-Dragon am Start. Iron Man. Einen Eisengolem. Und wir haben hier einen Ghast, eine Spinne, einen Blaze. Und wir haben hier noch ein Chamäleon. Und ich würde sagen, wir fangen erstmal an, ganz einfach easy peasy von rechts mit dem Chamäleon. Denn wir können jetzt hier alle Sachen runternehmen. Und wenn wir diese Sachen anziehen, sehen wir schon, Pat, das Chamäleon Easter, würde ich mal sagen. Und das Lustige daran ist, dass jede Rüstung hat spezielle Fähigkeiten. Das heißt, ich kann jetzt hier zum Beispiel mit einem Chamäleon mich logischerweise tarnen. Also ich bin unsichtbar, ja, aber eigentlich ist ja so, dass Chamäleons sich immer dem Hintergrund anpassen, könnte man sagen. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Baum stehe, wäre ich quasi so wie der Baum. Also, es ist schon ein bisschen crazy, wenn man sieht, ich shifte, also ich sneake und sofort wandle ich mich einfach ins Nichts. Also, es ist hier einfach so ins Nichts. Ja, das heißt, ich kann jetzt endlich hier mit so einem coolen Panda chillen. Kollege, schlag ein! Okay, die schauen mich eher ein bisschen... Oh, jetzt dachte ich, geh's hier los und... Ja, tut mir leid, Kollege. So, okay, also Chamäleon wäre das allererste. Sieht auch ein bisschen lustig aus. Also ich muss auch sagen, ich finde, das sieht gar nicht aus wie Chamäleon. Aber ist ja jetzt auch egal. Soll gar nicht das Thema sein. Ich würde sagen, wir gucken mal die zweite Fähigkeit. Wir haben nämlich hier, wie gesagt, einen wunderschönen Blaze am Start. Und ich ziehe mal ganz kurz hier die Rüstung und sowas an. Und wir bekommen sofort bestimmte Effekte. Und zwar haben wir einmal Jump Boost, Feuerresistenz und wir haben Nachtsicht. Das heißt, Alter, Junge, ach, lol. Also ich muss sagen, ich wusste das selbst nicht, aber ich fliege jetzt einfach durch die Gegend und habe diese Feueranimation. Aber ich kann auch stehen bleiben in der Luft. Wenn ich sneake, bleibe ich quasi in der Luft stehen. Und ich kann auch... Alter, das sieht cool aus. Also jetzt mal Hand aufs Herz. Das sieht wirklich mega nice aus. Und ich bekomme auch keinen Fallschaden. Hä, warum war ich jetzt unsichtbar? Okay, das war, glaube ich, ein Bug. Also, ich glaube, das war jetzt ein Bug, aber normalerweise ist man nicht unsichtbar. Und nochmal ganz kurze Info. Heute um 18 Uhr gibt es noch eine Folge Mario Maker am Gaming-Wochenende. Also, schaut gerne am Abend vorbei. 18 Uhr heißt es Mario Maker Time. So. Okay, also, wie gesagt, Blaze, ganz einfach hier. Wir können fliegen, aber ich glaube auch nicht endlos hoch, oder? Oder? Doch, ich glaube, wir könnten theoretisch bis zum... Keine Ahnung, bis zum Himmel fliegen, also bis zu den Wolken dort fliegen, aber besonders die Aussage war komplett sinnlos. Wir könnten bis zum Himmel fliegen, wir sind eigentlich schon im Himmel, aber ist ja auch egal. Wir können auf jeden Fall mega hoch fliegen. So, okay, dann haben wir das auch am Start. So, Spinne, was können wir denn als Spinne, ist jetzt hier die Frage. Wir sind als Spinne, also wir haben Nachtsicht, okay. Können wir auch zufällig irgendwie hochklettern oder sowas? Wände? Ah ja, okay, das habe ich mir schon fast gedacht, weil eine Spinne, Leute, ja, die kann logischerweise auch Wände hochklettern. Ganz kurze Story auch nochmal am Rande, Leute, denn ich bin letztens nach Hause gekommen am Abend. Es war schon alles mega dunkel und habe ich irgendwas, als ich nach Hause kam, weil ich hatte ein T-Shirt an, habe ich irgendwie sowas über meine Schulter krabbeln spüren und ich denke mir so, ach du Heilige, ne? Ich habe alles vermutet und auf einmal so eine fette Spinne, so ein Oschek war das. Könnt ihr euch nicht vorstellen, das war mega krank. Und ja, dann habe ich mich erschrocken. Die Spinne ist auf den Boden geflogen und ich dachte mir erstmal so, Alter, das war jetzt gerade auf meinem Rücken. Also, so ein bisschen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so mega große Angst vor Spinnen, aber fühlt sich auch nicht geil an, wenn man jetzt so eine Spinne auf dem Körper drauf hat. Ne? Sagen wir es mal so. Okay, also,
Gut, nächste Dings würde ich sagen. Und zwar wäre das hier der Gast. Also ziehen wir uns mal ganz kurz an wie ein Gast. Ich würde sagen, Leute, schick sehen wir schon mal aus. 10 von 10 Punkte, würde ich sagen. Oder Leute, wenn ihr das auch so seht, lasst ein Like da, dann sehe ich das auch. Oder schreibt mal, schick siehst du aus oder sowas in die Kommentare. Okay, also, als Gast, was können wir als Gast? Okay, wir können, glaube ich, sehr, sehr easy nach oben fliegen. Also, so wie es aussieht. Ich meine, als Gast konnten wir ja auch, also ein Gast, der fliegt ja logischerweise durch die Gegend. Also macht das ja auch Sinn, dass man mit dem Gast einfach so ein bisschen herumfliegen kann. Ist auf jeden Fall nicht so schlecht. Und was haben wir denn hier? Wow! Hä? Wie hab ich denn das gemacht? Hä? Hä? Das hat... Warte mal. Wie hab ich denn das gemacht? Ey, jetzt mal ernsthaft. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Das ist, glaube ich, sobald ein Monster in die Nähe kommt. Oh nein, jetzt fängt hier alles an zu brennen. Nein, es darf nicht alles brennen. Es darf nicht alles brennen. Hör auf. Nein, 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 nein. Das ist nicht gut, das ist nicht gut. Kommt, hört auf. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich habe rangezoomt und dann wurde das irgendwie losgeschossen. Hä, schon wieder. Okay, Leute, ich habe keine Ahnung, wann das passiert. Fakt ist auf jeden Fall, dass es passiert, wenn ich irgendwas mache. Fragt mich nicht. Ah, nee, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber... Oh, okay, ich bekomme keinen Feuerschaden. Ist auch nicht schlecht. So, dann würde ich sagen, packen wir das mal wieder zur Seite. Enderdrache. Jetzt bin ich ja mal gespannt, was der gute alte Enderdrache zu bieten hat. Wir bekommen auf jeden Fall, wie wir sehen, ein paar Herzen. Ich denke mal, sollten so 11 oder vielleicht 12 sein. Nee, Spaß beiseite. Wir haben hier den Enderhelm. Okay, und was können wir machen jetzt? Wir können... fliegen können wir nicht. Okay, wir können also nicht fliegen. Was gibt uns die Rüstung hier? Unsichtbarkeit? Okay. Gute Frage. Also scheinbar ist der Enderdrache jetzt nicht so mit den besten Fähigkeiten bestückt, wenn ich jetzt... Alter, jetzt mal Hand aufs Herz! Was drücke ich denn hier für Tasten? Ich habe mich schon wieder übelst erschrocken. Ich glaube, irgendwas mit C hat es auf sich. Oder V? Hä? Oder... Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Ich bin unschuldig. Ich mache eigentlich gar nichts. Keine Ahnung, fragt mich nicht, aber auf jeden Fall explodiert es, wenn ich gewisse Tasten drücke, wo ich kein Schema hinterfinde. Oh nein, ist die Creeper-Rüstung kaputt gegangen. Aber gut, dann die ist dann doch noch irgendwo da. Also Creeper, genau, Creeper und alles blinkt hier gerade. Ist ja manchmal ganz kurz Time Set 1. So, Creeper. So, wenn der Creeper nicht explodiert, dann weiß ich auch nicht weiter. Wenn ich sneake, passiert schon mal gar nichts. Wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier wieder ranzoome, explodiere ich, oder? 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 Ey, das wäre jetzt aber ein schlechter Scherz, wenn der Creeper nicht explodieren kann. Hä? Ach, warte mal. Das ist hier der falsche Helm. Wir bräuchten auch hier diesen Powered Creeper Chestplate. Creeper Helm, meine ich. Aber wir haben hier den falschen Creeper Kopf, glaube ich. Egal, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wovon das abhängig ist. Ich mache eigentlich gar nichts. Hä? Wenn ich hektisch die Tasten drücke und rumlaufe, vielleicht? Ist egal, Leute, wir müssen es nicht verstehen. So, schauen wir uns, würde ich sagen, aber auch nochmal den letzten Kollegen an. Das wäre ja hier dieser wunderschöne Herr von Zombie. So, würde ich sagen, Zombie ist ausgestattet. Oh, schick sehen wir aus. Ich sag mal wieder, von der Skala von 1 bis 10 sind wir locker so eine 10 oder 11. Was haben wir hier für Effekte? Da haben wir irgendwelche Effekte. Okay, wenn ich sneak, passiert schon mal gar nichts. Durch Springen passiert auch nichts. Also dieser... Ich weiß nicht, aber ich kann irgendwie mit jedem Mob, glaube ich, die Sachen zum Explodieren bringen. Also scheinbar, es sieht ja so aus, ne? Also irgendwas muss ja dahinter stecken, dass ich hier alles zum Explodieren bringen kann. Fragt mich nicht, wie das genau funktioniert, aber auf jeden Fall kann ich hier alles zum Explodieren bringen, wenn ich will. Oder ich würde nur gerne mal wissen, wie das funktioniert. Das wäre wirklich klasse, zu wissen, wie das geht. Aber Leute, keine Ahnung, ich drücke die Tasten hier. Bis da, dann passiert nichts. Und jetzt mache ich irgendwas. Ich zoome ran. Nee, keine Ahnung. Leute, fragt mich nicht warum. Das sehe ich schon auf dem zweiten Monitor. Da hat sich irgendwie so eine Windows-Hilfe geöffnet. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht durchdrücken auf die Tasten. Ist ja auch nicht so schlimm. Naja, ich würde sagen, vom Zombie verabschiede ich mich zu... Verwandle ich mich zu Pat, also vom Zombie zum Zombie. Ha! Wer hat nicht verstanden? Okay, der war schlecht. So, vielleicht könnt ihr mal so ein Like als Mitleids-Like da lassen oder vielleicht auch ein Abo oder auch nicht. Oder,
Ja, egal. Also Leute, ich würde sagen, das wäre es gewesen mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, dann wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Welchen Mob fandet ihr am besten? Ich muss sagen, den Blaze fand ich am besten wegen dieser Feueranimation. Naja, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut da rein und vielleicht bis 18 Uhr, denn da ist Mario Maker Time. Bis dann und ciao.